Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wieder mit am Start ist der Crazy Freak. Yep, anwesend. Yo, und nicht der Onkel. Und ich habe jetzt hier oben mal probiert, diesen Stein da hinzusetzen. Und das ist so ein Grundstückstein, und da sind irgendwie so und so viele Felder, sind dann geschützt. Also vielleicht ist dadurch jetzt unser Haus geschützt. Ich weiß es nicht, was das direkt bedeutet. Sieht halt doof aus, ne? Naja, macht ja nichts. Der Crazy, der hat mir jetzt hier auch diese Aufbewahrungstruhe freigeschaltet. Und da habe ich mal alles reingeräumt. Das brauche ich ja alles nicht in der Aufnahme zu machen. Jo. Und wir sind jetzt eigentlich soweit erstmal fertig mit dem Haus. Wir haben es 3:54 Uhr. Kann man diesen Grundstückstein nicht mit irgendwie hier einbauen? Gut, sieht auch doof aus, ne? Doof raus? Mhm. Doof aus. Ja, denke ich schon, dass das doof aussieht. Ja, aber besser als... Naja, egal. Ja, auf jeden Fall, wir brauchen Essen. Wir brauchen Trinken. Und wir müssen. Wie sieht's denn draußen aus? Dunkel? Ja, klar. Falsche Tür. Ja, aber also, hell. Es wird dunkel. Es wird, ist 4:07 Uhr. Okay, hell. Hast du jetzt die ganzen Dinger abgesichert? Du, die Fenster hast du alle abgesichert. Das ist gut. Die Tür zu, bevor einer reinkommt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen looten. Wo rennst du hin? Wo war jetzt die Stadt? Ich glaube, die war ja rechts unten, ne? Jetzt zeig ich dich wieder nicht an. Warte mal hier, ne? Achso, müssen wir wieder hier haben. So. Ja, musst du dieses Mal neu setzen. Das ist doof. Ach, ich muss dich auch einladen, aha. Ich musste dich nochmal einladen, ich kann sonst nichts machen. Ich habe einfach Haken gesetzt. Das ging bei mir nicht. Bei mir ist es nicht. Du musst auch mal das Plus nochmal drücken oder so. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hab nur den Haken gesetzt, mehr hab ich nicht gemacht. Plus kann ich nicht. Bei mir gibt's keinen Haken. Wir nehmen meinen Namen. Bei mir gibt's keinen Haken. Das wollte ich dir gerade sagen. Gibt's nicht. Kannst du nochmal verschicken? Jetzt so. habe ich den Haken. So, jetzt sehe ich dich auch. Okay, das müssen wir alles dran gewöhnen. Das müssen wir dann machen. Das nächste Mal, wenn wir natürlich vor der Aufnahme, ne? Das ist ja jetzt hier eine neue Session. Und jetzt geht's ein bisschen looten. Das kann jetzt ein bisschen spannend werden. Also ich wäre dafür, dass wir mal in die Stadt gucken. Ich mach den Felsen klein. Ach, stopp. Was, du machst einen Felsen klein? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir brauchen Steine, wir brauchen Holz und wir brauchen Fiber. Wir müssen uns Pfeile bauen, weil ohne Pfeile gehe ich nicht in die Nähe dieser Stadt. Weil ich würde gerne die Zombies nacheinander weg rauslocken. 3 Eisen und 26 Steine. Perfekt. Wie ist das für hell, sag ich doch. Na, wird es halt hell. Ich denke, mein Gott. Ja, achso, und Federn. Federn brauchen wir auch. Federn haben wir doch in der Kiste. In der Kiste sind Federn. Müssen ein paar zumindest drin sein. Ach, nee, da brauchen wir ja gar keinen Fiber. Wir brauchen Federn, Holz und Stein. So war das. Ja, aber das sind ja bloß ein paar, bräuchten oder? Mal irgendwie Verbände oder so. Ja, da müsste ich nur ein paar. Muss man mal, die Frage ist jetzt, wer lockt die? Weil ich brauche ja bloß einen Pfeil und Bogen haben. Oder hast du überhaupt Bogen? Nö. Na siehst du, dann machen wir das nämlich gleich so. Was sind denn die Pfeile? Wo sind denn die Federn? Nein! Nein? Ich hab's schon einstecken. So, ja, bevor wir in die Stadt gehen, wir brauchen unbedingt Pfeile. Das ist noch ganz wichtig. Also meine Taktik ist nämlich so, die dann, wenn wir Zombies sehen, wegzulocken von der Stadt. Das ist so eine Axt. Du brauchst auch Steine. Achso, hast du ja. Da brauchst du wieder einen Fiber. Wie heißt das Ding? Steinaxt. War das, ne? Hm. Na super. Ging mir auch gerade nicht anders als dir. So, wo warst du denn hier? Wo ist denn das? Ach, ist doch bei Werkzeuge. Ich guck bei Waffen. Das ist dumm. So, das muss ich noch ein bisschen. So. Weiter geht's.
Stein, Axt. Holz. Stein. So, Holzhammer, jetzt würde ich sagen. Pflanzenfasern brauchst du dafür. Für das Steinaxt, ja, ja. Ja. Brauchst du einfach bloß aufs Gras zu schmeißen. Aufs Gras zu schmeißen. Brauchst du einfach bloß aufs Gras zu. Du kannst die Axt auch ins Gras schmeißen, natürlich. Nee, mit der Faust würde ich das machen, weil da brauchst du nicht. So, 22 Pfeile. Ich bin noch nicht so zielsicher. So zielsicher, deswegen, wir brauchen definitiv auch noch ein paar Nester. Und die suchen uns aber auf dem Weg. Ich denke auch mit zwei. Oh, da ist ein Zombie, den hole ich mir mal fix. Ja, es kam jetzt mittlerweile mal ein Patch. Aber die Lecks wurden wahrscheinlich, wie es ausschaut, nicht entfernt. Nee, steht nur da, Verbesserung der Dingsbums. Standard, keine Ahnung, wie es heißt. Baumwollsamen kann ich bauen. Zu, hat er denn schöne Sachen einstecken? Nee. Ach nee. Brauche ich Baumwolle. Okay. Waffen, Holzknüppel, Gammelklinge, Holzbogen, hier. Kann ich bauen. Ne, brauchst du doch nicht. Jetzt habe ich doch die ganzen Pfeile. Ich lock die weg und du hämmerst mit drauf rum. Aber du musst echt, Scheiße, ey. Das hat mich aber auch ganz schön ausgenockt, die Sau. Ah. Boah, aber die Zombies alle hierher gelockt. Wie viel sind das denn, ey? Leckt mich am Arsch. Ja. Wo bist du? Da. Ich gehe Richtung Stadt, aber hier sind ganz schön viele Zombies auf dem Feld, aber die kann man sich ja wegholen. Naja, aber. Alle wäre auch nicht so doll, ne? Müssen wir aber. Ne. Achso, die habe ich schon, okay. Sind aber alle verteilt schön, ne? Ja. Obwohl, da kommt schon der nächste. Okay, das war du Arsch. Immer schön auf dem Kopf und immer wieder zurücklaufen. Der hat mich irgendwie erwischt. Der fällt nicht um. So. Kannst du mal looten, guckst mal, was drin ist. War das überhaupt die Richtung mit dem mit der Stadt? Nichts. Nein, die Stadt ist Richtung Süden. War nicht genau auf der anderen, war nicht genau von unserem Haus aus gesehen. Direkt die Tür raus, gerade durch. Okay, hier liegt ein. Warum liegt hier ein Zombie einfach so rum? Alter! Ich hab gerade gesehen, hinter dir ein Zombie. Ich wollte gerade sagen, Alter, hinter dir ist ein Zombie, auf einmal war er weg. Wo kommt der jetzt her? Achtung, hinter dir ist noch einer. Kommen die auf einmal her? Auf einmal hingeglitscht. Keine Ahnung. Was ich weiß, die sind ein bisschen weg. Okay, das hat gar nichts gebracht. Also mein Knüppel bringt irgendwie gar nichts. Nur schön am Kopf haben. Der bringt gar nichts, der Knüppel. Ja, bei den großen. Ich glaube, die Zombies, wie ich gelesen habe, die haben auch eine verschiedene. Die haben auch verschiedene. Mehr. Ah, meine Axt bringt Zombies mehr. Sind denn hier? Ja, wir haben hier wieder ein paar Teile. Ja, da ist noch einer. Pass auf, hinter dir. Ja, mach doch. Warum machst du den denn nicht? Sagst ja, du, weil du am Looten warst. Ich kann doch nicht 5000 Mal. Mach doch nichts. Kann ich auf dich draufhauen. Mach doch nichts. So friendly fires doch aus. Scheiße, wie ja, komme ich jetzt an den Loot? Loot, das ist kein Loot. Der ist tot. Der ist schon ausgelootet. Der ausgelootet. Hatte Loot. Nee, der eine hat. Nee, der ist ausgelootet. Mein Gott, wo kommen denn die Viecher her? Schlimm, ey. Leer. Okay, also. Ja, die kommen halt durch die ganzen Zombie-Leichen, ne? Mm. Kommen die halt immer wieder. So, okay. Aber bringt die. Oh, was ist denn das hier für ein Haufen? Kann man da rausholen? Was ist denn das? Machen wir nicht. Deine, ne?
Was ist denn das, was da rauskommt? Moment, Natriumpulver oder so. Ja, hab ich auch. Nitrat, so rum. Machen wir noch so einen Haufen und nehmen wir mal mit. Huch. Okay. Also ist die Stadt in die Richtung? Oh, hier ist ja noch so ein Haufen. Ich glaube, das war aus der Tür raus und direkt geradeaus. Oder hier ist ein dunkler Haufen. Was geht man da raus? Fast dieselbe. Nö. Sieht aus wie Kohle oder sowas, wa? Nur das ist einfach nicht. Steine sehen anders aus. Warte mal, ich gucke mal. Kohle? Weiß nicht. Erstmal abbauen, dann können wir immer noch gucken. So, was ist denn das? Alter. Ja, Kohle brauchen wir. Dauert aber länger. Dauert aber länger zum Abbauen, ne? Kohle brauchen wir. Hast einen vergessen. Oh, sind ja. Wir sollten uns dann definitiv immer jetzt die Stadt looten. Bist du sicher, dass das in die Richtung war? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich auch nicht, deshalb sag ich ja, gehen wir lieber nach Hause und dann von da aus. Gucken mal über den Berg. Auf jeden Fall ist hier ne. Auf jeden Fall ist hier. Ne. Ach da, dann musst du da oben erst doch schlafen, das siehst du doch. Oh, bin ich erschrocken. Alter, leck mich am Arsch! Was ist das? Aber was schreck ich denn so? Ich hab die ganze. Weil ich die ganze Zeit hier geklötzt hab. Ja. Und dachte, ich habe alle Zombies im Überblick. Und auf einmal steht ein Zombie vor mir. Oh. Aber warum sind denn so viele Zombies hier, ey? Weil die Stadt in der Nähe ist, wahrscheinlich. Boah, die Drecksviecher, ey. Ja, hier ist die Straße. Hält eine Brille auf. Dieses Geglitsche. Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Wie geil. Kann man eigentlich diese Schrottautos hier auch zerhämmern? Mal ausprobieren. Ja. Bringt da bestimmt Eisen oder so, ne? Das ist nicht Metall. Sieht aus wie Benzin oder wie so ein Benzinkanister. Weg. Nicht? Müsste ich gucken, was das war. Hier, Benzinkanister. Ist da Benzin, ne? Na gut, wir werden mal alles sehen. Benzinkanister habe ich gekriegt, 22. Okay, ich brauche noch einen Holzknüppel. Die gehen hier ziemlich schnell kaputt. Ich nehme meine Axt, also mit der Axt komme ich besser. Muss ich sagen, ziehe ich mehr ab. Ja. Keine Ahnung. Die Blechdosen. Ja, die Blechdosen kannst du ja gleich zerlegen zum Metall. Da hast du Platz gespart. Und alles Mögliche Eisen, alles Mögliche zu. Eisenrohr, verrottetes Fleisch. Na, Eisenrohr, das sind so Sachen, die brauchen wir noch zum Craften. Das würde ich lassen, aber jetzt hier gerade. Weil Eisenrohr brauchst du wieder durch eine. Wie heißt denn das hier? Durch eine. Genau. Durch eine Schmiede. Und eine Schmiede zu bauen, die ist ziemlich beschissen. Und deswegen die Eisenrohre kannst du lassen, aber jetzt diese. Ah, pass auf hier, pass auf. Ich kann gerade nicht, ich bin am Looten. Geh weg da! Ja, ich konnte doch nicht. Du bist lustig. Ich kann nicht weg. Versuch da oben gerade die Biene irgendwo zu holen. Zombie-Bienen. Boah, also ich glaube, wir stehen hier wirklich vor der Stadt. Ja, die Viecher schießen, glaube ich, ne? Ich habe irgendwas Geiles gerade gelootet. Alter. Hast du aber getroffen, oder? Ja! Ja! Guck mal, was die einstecken hat, das Vieh. Ihhh. Nix. Kann man die zerlegen? Ja. Oh, da gibt's Fleisch. Ah. Ich glaube, Fleisch lockt Zombies ein, oder? Ich bin mir nicht sicher.
Verrottetes Fleisch, ganz sicher. Ach so, ja, das habe ich vorher schon gehabt. Ich habe eine. Das kann man zerlegen. Bleitrophäe. Ja, die kannst du glaube ich auseinandernehmen, wenn man nicht alles. Und ein Jeton habe ich gefunden. Ich glaube, die kannst du auseinandernehmen, diese komische Bleitrophäe. So, erstmal Auto looten. Oh, wieder eine Bleitrophäe. Also was doch in der Richtung, wo ich gesagt hatte. Siehst du, da ist nämlich die Stadt. Ja, von der anderen Seite wahrscheinlich. Nee, das ist eine Fabrik. Ich weiß es nicht, was das ist. Das sieht so fabrikmäßig aus. Oh, das geht weiter. Wow, Da kommen schon die ersten Zombies. Die laufen. Oh, ein Bär. Guck mal, Supplies. Da hinten ist die Lootkiste, genau, die wollten wir uns doch holen. Aber pass auf, rennt sich einfach so los, da hinten ist nämlich ein Bär. Links von uns. Aber die hängt ja in der Luft. Okay, schau nicht mal, Leute. Jetzt ist sie weg. Hä? Nee, die liegt hier. Erster. Nee. Und? Okay, wir haben drinnen. Bauplan für Eisenstiefel. Ja, nimm alles mit. Manchmal lesen. Ich lasse dir mal den Bauplan noch drin. Was sind das? Raketenwerferteile. Okay. Dann haben wir hier Schmerzmittel. First Aid Kit 4 Stück. Antibiotika 2 Stück. Ein Messbecher. Ah, damit können wir dann kochen. Geil. Können wir messen. Und eine Messe abhalten. Da können wir das Lagerfeuer benutzen. Weil das war nämlich das, was uns gefehlt hat. Ach so. Na, können wir doch dann das verrottete Fleisch zum Beispiel kochen, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir probieren. Oh, jetzt habe ich dir das. Axt. Die Axt weg. Lesen. Da. Warum kann ich das nicht lesen? Ah, jetzt. Warte. Weil du nicht lesen kannst. Los. So. Alter. Die sterben. Alter. Der stirbt nicht. Das ist ein Kind, oder? Nein. Irgendwas mit Spinnen. Oh, hier. Alter, was ist denn das? Wie geil. Die habe ich vorhin schon gesehen, die brennen, geh weg. Muss aufpassen, sonst die stecken dich an, dann brennst du auch. Muss aufpassen. Brandopfer. Was hat denn der so drin? Mhm. Interessant. Nimm mal mit. Warte mal, wie. Oh, das ist wieder so ein Vieh, so ein Spinnvieh. Boah, Alter, geh weg. Aber die knacken noch dazu, Gott. Alter, den blockst du aber auch nicht einfach ab. Alter, was geht mit den Viechern ab? Oh, ja. So übel, ne? Du musst mich irgendwie heilen. Hast du irgendwas zum Heilen? Ja, habe ich tatsächlich. Wie viel hast du denn Energie noch? Warte mal, ich hab Wasser. Ja, damit heilst du dich doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Oder? Warte mal. Oder? Trinkst du mal? Wie kann ich denn die Hälfte nehmen? So, hier schmeißt du was hin. Wo? Hier. Was hab ich jetzt? Oh. Erste Hilfe geht. Ja, waren in der Kiste drin. Geil, hier haben wir schon. Hey, Alter, wir haben schon übelsten Loot, nur bevor wir überhaupt in das Ding reingehen, ey. Diese Lags, Alter. Ah, okay. Hat jetzt nicht komplett gebraucht. Ich will aber nicht das zweite auch noch verbrauchen. Von 35 bin ich jetzt auf 75. Na, ich hab's voll. Ich will nicht noch eins verbrauchen, ne? Ich bin voll mit dem Medipack.
Du hast wahrscheinlich nicht so wenig gehabt wie ich, ne? Ach so, warte mal, wo bist denn du? Weil ich leg dir was hin, das kannst du lesen und dann lernst du das dazu. Moment. Kann ich lesen. Und zwar einmal hier. Wie mache ich denn das mit den. Einmal hier. Da musst du dann Dreieck draufdrücken auf den Gegenstand und dann kannst du mit oben lesen. Und dann lernst du die Sachen, die da drin stehen. Hab ich gerade schon die beiden Sachen auch gelernt. Was? Ja, das ist dann weg, genau. Okay. Da hast du noch hast zwei was, ne? Ich hab dir zwei was gegeben. Ich hab nur eins. Nee, ich hab dir ein Buch gegeben und so eine Hose mit so einem Bauplan daneben. Muss ich auch lesen, oder was? Ja, ja. Und ich habe auch gelesen, dass man wohl Skills lernen kann, um Schatztruhen zu finden. Das siehst du dann auf der Karte Schatztruhen und da kannst du dann. Das ist nämlich auch cool. Da hat man dann immer so ein Ziel vor Augen. Okay, ich gehe mal so ein bisschen näher an die Stadt ran. Ich habe sogar gerade so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich nehme gerade Steine auseinander. Halt, stopp, wir machen was anderes. Wir gehen nochmal zurück. Boah, dieses Gelegge. Noch sind wir gut in Schuss. Boah, Alter. Komm mal zurück, bitte. Da. So, denn wir beenden jetzt hier mit dem Part und wir werden dann im nächsten Part werden wir in Richtung Stadt gehen und dort ein bisschen looten. Ich weiß nicht, wie sieht's denn aus bei uns im Inventar? Also bei mir sieht's noch ganz gut aus. Habe ich noch Sachen, die man zerlegen kann? Meiner ist so ziemlich voll. Ja, man kann ja noch Sachen zerlegen oder vielleicht sogar Sachen, Ja, ich weiß nicht, die Dosen und so, du wolltest sie doch haben für Wasser und so. Na, die Dosen, die Blechdosen, die kannst du zerlegen. Weil du hast ja diese Glaskrüge dafür. Für Wasser. So, dann hast du noch so. Hast du solche Casino-Chips? Solche goldene? Ja. Wie viel hast du denn davon? Acht Stück. Die kannst du auch zerlegen? Sicher. Die kannst du zerlegen. Nicht, dass ich damit irgendwas machen kann. Nee, die kannst du zerlegen. 8 Stück. Und dann gebe ich dir mal hier noch welche. Weil ich glaube, du brauchst immer 5 Stück dafür, um die zu zerlegen. Ich habe dir das mal hier hingelegt. Ja, warte mal, hier ist das. Sandwich. Aus 5 krieg ich einmal Messing. Genau, und jetzt tust du hier nicht den Beutel. Okay, dann hast du den Beutel. Warum denn nicht? Weil der Beutel irgendwie schon Mist ist. Ja, das waren. Oh, ja, ich brauche einen Jeton noch. Einen Chip brauche ich noch. Da kann man vielleicht so ein bisschen unsere Rucksäcke umräumen, dass ich. Ja, was wolltest du mir denn jetzt geben? Du wolltest mir einen Chip geben. Ja, diesen Chip geben, dann kannst du wieder ihn zerlegen, genau. Nein, weil ich brauche den ja nicht. Wie soll ich sagen? Vielleicht sollten wir uns wirklich mal so ein bisschen aufteilen. Ich habe 4, ich brauche wie gesagt einen. Einen einzigen. So, okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Part, beenden wir und ich würde sagen, in der Aufnahmepause sortieren wir mal unsere Rucksäcke, dass wir wieder mehr Loot haben. Ach so, mehr Platz haben. Die Leitrophäe, sagst du, kann man auch zerlegen. Ne? Genau. Bringt. Bestimmt Blei. Müsste theoretisch Blei geben. Ja. So. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Part- und Aufnahmepause. Sortieren wir unsere Rucksäcke so um, dass wir mehr. Ja, ein Flugzeug. Ach, du auch. Okay, da hinten, irgendwo dort ist es runtergekommen. Geil, Alter. Also, wie gesagt, wir machen das dann. Vielleicht gehen wir auch zuerst erstmal dahin. Oder? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber guck. Sieht ziemlich nah an. Okay, wir machen erstmal den Part zu Ende. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.